Herzlich willkommen auf der Control 2018 am Stand von Quality Engineering. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Wolfgang Babel. Er ist Geschäftsführer der Helmut Fischer GmbH. Grüß Gott, Frau Wiester. Ich danke für das Interview und freue mich, für die nächsten paar Minuten mit Ihnen zu konferieren. Vielen Dank. Automatisierung erstreckt sich heute nahezu über alle Produktionsbereiche. Welche Lösungen und Produkte bietet Ihr Unternehmen da an? Gut, zunächst mal ist die Fischer-Gruppe in der Zwischenzeit sehr stark in der Automatisierungstechnik zugange. Industrie 4.0, China 2025 oder Things over Ethernet. In Amerika sind die beherrschenden Themen, Sie haben es auch wieder auf der Hannover-Messe gesehen, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, ja, dann Automatisierung, Smart Manufacturing, hängt alles sehr eng zusammen. Und dieser Industrieanteil wird in den nächsten Jahren sehr stark zunehmen und wachsen. Und die einzelnen Firmen müssen sich heute darauf einstellen, die Dinge zu lösen und in diesem ganzen Szenario mitzuspielen. Für Fischer bedeutet es, dass wir sehr viele Geräte in der Zwischenzeit für diese Industrialisierung 4.0 zurechtgemacht haben, zurechtentwickelt haben. Das heißt, die Anbindung unserer Systeme ans Leitsystem über speicherprogrammierbare Steuerungen und über die ganzen SCADA und MES-Systeme, Manufacturing Execution Systems, bis rauf zum ERP, in den meisten Fällen SAP, ist heute eigentlich das Thema Nummer eins, die Geräte dafür fertig zu machen. Wenn Sie jetzt bei uns am Stand schauen, dann haben wir verschiedenste Lösungen, die heute bereits in diesem Aspekt arbeiten. Unser Stand ist unter dem Aspekt Automatisierung diesmal ausgerichtet. Beispielsweise haben wir im taktilen Messbereich unser MMS PC Inline, wo man also taktil Kupferschichtigen misst oder Autobeschichtungen messen kann. Wir können aber auch mit X-Ray automatisiert Kupferbeschichtungen im dünneren Bereich messen, für die Leiterplattenindustrie beispielsweise. Oder wir sind dann auch in der Terahertz-Technologie zugange und in der Steckerindustrie mit automatisierten Lösungen, wo eben unsere Geräte direkt an irgendwelche SPS von Herstellern angebunden werden können und zusammenspielt mit denen exakte Daten synchronisiert nach oben bis ins SAP rausliefern. Und welche Zielgruppen sprechen Sie im Bereich Automation dann an? Also wir sprechen derzeit hauptsächlich Solartechnik, Elektronik, Leiterplattenindustrie, Goldindustrie, Galvaniken, Automotive an. Das sind so die Zielgruppen, wo wir derzeit bereits mit Industrie 4.0 die größten Umsätze machen, bezogen auf den Gesamtumsatz. Was zeichnet Helmut Fischer bei der Entwicklung automatisierter Messsysteme besonders aus? Dass wir Lösungsgeschäft betreiben zusammen mit dem Kunden. Das heißt, wir beherrschen mittlerweile nach Jahren Erfahrung den ganzen Zyklus einer Lösung von Basic Engineering über das Steel Date Engineering hinweg zum Factory Acceptance Test mit dem Kunden, dann weiter der Aufbau in der Anlage des Kunden mit all den anderen Subunternehmern zusammen, dann die Inbetriebnahme der Gesamtanlage beim Kunden und auch dann das After-Sales-Geschäft, dann, was sehr wichtig wird im Rahmen der Automatisierungstechnik, weil es gibt ja die verschiedenen Stufen. Sie können offline fahren, das heißt, Sie machen statistische Prozesskontrolle im Labor. Dann kommt die erste schwierige Stufe, Sie machen online, das heißt, Sie stellen Ihr Gerät über die Linie, beobachten im Bildschirm, im Kontrollraum, aber haben keine direkte Einkopplung, Rückkopplung ins System. Und dann gibt es Inline, also dieses O und I macht den großen Unterschied. Inline heißt, alles geht automatisch unter Feedback ins System und zurück in unser Gerät und die Einstellung auf den Rest der Anlage erfolgt vollkommen automatisch. Und je nachdem, welche Automatisierung Sie machen, müssen Sie unterschiedliche Serviceleistungen bringen. Das heißt, unsere Serviceleistungen gehen heute von drei Tagen bis hinauf zu 48 Stunden eine Woche, je nachdem, in welcher Automatisierungsanlage Sie da tätig sind und in welcher Art und Weise. Das zeichnet jetzt auch Fischer wieder aus. Wir haben heute 21 Niederlassungen weltweit und jede dieser Niederlassungen hat den Service als extra ausgebauten Faktor für Automatisierung mittlerweile. Das heißt, Applikation, Verkauf, Serviceleistung, insbesondere im Zusammenhang mit Serviceverträgen, je nach Ausprägung der Automatisierung, sind für uns das absolute Muss. Und das kommt auch sehr gut in unseren Kunden an.
Speziell dann natürlich auch die Anbindung unserer Geräte über diese Industrie 4.0-Welt. Das heißt ja nur standardisierte Vernetzung, wenn man es mal ganz pauschal sieht. Gab es schon vor 30 Jahren, ist da ein bisschen zurückgefahren worden, weil die Zeit noch nicht so reif war. Heute durch die erhöhten Leistungen in allen Bereichen, Elektronik, Software und so, ist es natürlich das Thema Nummer eins. Und daraufhin haben wir uns eben sehr gut angepasst, in modularer Weise unsere Geräte mit Automatisierungsmöglichkeit oder ohne Automatisierungsbereich für alle Feldbusse, die es gibt, für alle SPSen, die es gibt, für alle Leitsysteme, die es gibt und für alle ERP-Systeme, die es gibt, auszurüsten. Und das modular, das zeichnet Fischer aus. Sehr flexibel. Wie wird die vierte industrielle Revolution und zunehmende Automatisierung die Art, wie Industrieunternehmen bisher gearbeitet haben, verändern? Wie die anderen drei industriellen Revolutionen auch, ist die Industrie 4.0 gab es ja eigentlich schon seit Jahren jetzt. Nur eben, sie war ein bisschen in der Versenkung verschwunden und jetzt ist sie ein Hype geworden. Und dann hat man den Hype, glaube ich, meines Erachtens in der falschen Art und Weise wiedergegeben, hat gesagt, ha, der Mensch wird immer weniger gebraucht und es geht auch ohne Vernetzung, ist alles. Aber das stimmt halt so nicht, weil wenn Sie sich mal anschauen, vom Dampf über die Massenproduktion, über die IT, jetzt halt über die Vernetzung, wer war immer der Erfinder? Der Mensch. Und wer muss es auch immer wieder warten? Der Mensch. Und mit jeder industriellen Revolution ist das Ausbildungsniveau auch mitgezogen worden, erforderte neue Fachkräfte. Schauen Sie die Fachkräftemängel heute an, das sind die Folgen. Und man wird eigentlich immer diese Menschen brauchen, aber die müssen sich immer weiterbilden und immer höhere Level gehen. Wenn Sie jetzt so Geräte haben wie wir, 20, 25 Jahre im Einsatz, das ist ja auch eines unserer Qualitätsmerkmale, dieses Premium-Element, dann wissen Sie auch, dass man auch für diese Geräte, die so lang sind, immer noch Menschen braucht, die weiterverkaufen, die weiter pflegen, die weiter das beherrschen, weiter Service machen können. Und in jeder Industrie, die wächst, werden Sie eigentlich immer nur mehr Mitarbeiter brauchen. Und egal welche Technologie, dass Sie den Menschen nicht mehr brauchen, das gibt es einfach nicht. Ich selber war so lange in der künstlichen Intelligenz da, noch zu Danier und MBB-Zeiten tätig, da habe ich nämlich begonnen. Und jede künstliche Intelligenz, jeder Algorithmus, selbstlernend oder nicht, wer steckt dahinter? Das menschliche Gehirn. So. Und nur wer kann Service machen? Das menschliche Gehirn und die Geräte just in time wieder zum Laufen bringen. Und wenn Sie heute in so automatisierte Plans reingucken, dann sehen Sie ja, wie viele Servicetechniker plötzlich da über den Maschinen sind. Da leuchtet da hinten ein rotes Lämpchen, da ein rotes Lämpchen. Und es geht schon wie im Ameisenhaufen zu. Ne? Und es ist gar nicht so ohne das Thema, der Mensch ist nie ersetzbar in dieser Thematik, sondern er muss mitwachsen, sich mitbilden und auf immer höherem Niveau sich eben in diese Dinge hineindenken. Und die nächste Generation oder Revolution kommt bestimmt, wie immer man die nennen will oder wird, aber auch da fordert es wieder, es wird der Mensch generieren, es wird der Mensch zur Reife bringen und der Mensch ist der spielende Faktor in der ganzen Angelegenheit. Vielen Dank. Gerne geschehen, bitte.